Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Ich habe meinen Boss gefragt, wie sie neue Angriffe verhindern wollen. Er meinte, die besten Leute wären an der Sache dran. Oh ja. Da bin ich gespannt. Und das kannst du auch sein. So. Guten Tag, hallo. Ja. Da wären wir wieder. Na, Gnädigste. Captain, mich haben eben einige Nachrichten von einem Agent aus der Botschaft erreicht. Ja. Hast du sie etwa überzeugt? Radcliffe? Ja. Belmore? War er noch am Leben? Haben sie beide zugestimmt? Ja. Ich habe Belmore das Leben gerettet und ja, ich habe seinen Code. Kann man so sagen, ne? Ja, so ist es gelaufen. Du hast ihn gerettet? Ihr Vanguard-Leute nehmt das mit Supra et Ultra wirklich sehr ernst, was? Gut gemacht. Vielen Dank, Ma'am. Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier, der Code-Teil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mastgebäude, direkt gegenüber. Und natürlich benimmst du dich da unten, ja? Wow, danke für Ihr Vertrauen, Ma'am. Vielen Dank. Wie mich das aber ehrt. So. Das erste, was ich brauche, vorher sind neue Digi-Triche, ne? Sonst mache ich nichts. Wir gehen runter und dann holen wir uns aber erstmal. Wir gehen erstmal irgendwo shoppen. Bevor wir weitermachen. Ich kann nicht ohne Digi-Triche rumlaufen. Ich hoffe, ihr seht das ein. Es ist für mich ein Schmerz. Zitier mich damit. Welche Antwort? Ich habe gehört, dass hohe Beamte sagen, das Kabinett habe vor, das Sperrvertrag-Archiv zu öffnen. Oha. Wenn das Archiv nicht voller Munition ist, reicht das nicht. Okay. Dann danke für deine Zeit. Hey, zitier mich bitte, ja? Es muss was passieren. Hey, ich bin genauso besorgt wie du. Danke nochmal. Die besten Männer sind dran. Also einer. So. Ich zähle einfach wohl zwei, wegen meiner geballten Kompetenz. Das sind 400% Kompetenz. Aufgeteilt auf 2×200. Achso, jetzt laufe ich schon wieder. Kompetenz, aua. Jetzt laufe ich schon wieder da. Hä? Kompetenz! Ich würde vorher nochmal Sachen kaufen wollen. So. Zu SNN können wir auch nochmal. Wir können da, glaube ich, eine Story verkaufen, ne? So, zum Geschäftsdistrikt. Ich hoffe, dass... Oder lieber zum Raumhafen, da weiß ich, wo ich kaufen kann. Geschäftsdistrikt können wir auch mal gucken. Wir brauchen alle Digi-Dietriche, die wir kriegen können. So. Security dafür, dass so etwas nie wieder passiert. Das wird sie tun. Also ich meine, wie kann man dafür sorgen, dass es nie wieder passiert? Wir müssen erstmal rausfinden, wo die hätte kommen. Das ist das Wichtigste. Woher kommen die Terrormorphs? Hä? Hoffentlich. Ich weiß, wir sind in Sicherheit. Aber ich habe trotzdem Angst, dass noch mehr von diesen Dingern angreifen. Zu Recht. Sieh dich in Ruhe um. Mach ich. Ich bräuchte sonstiges. Nur drei. Cool. Ciao. Danke für deinen Besuch bei Jamison Mercantile. Kurze Frage. Sieh dich in Ruhe um. Ja. Nee. Oh, Schiffsteile. Die nehme ich alle mit. Warum auch immer die welche hat, ich nehme sie gerne alle mit. Ja. Okay. Cool. Schön, dass du da warst. Molly, ich sehe gar nichts zu dem Spediteur aus Cydonia. Wie ist nach allem, was passiert ist, muss ich jetzt auch noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einkalkulieren? Oh Gott, der Typ einfach. Ich schwöre, das ist der beste NPC im Game. So, hier kann man nichts kaufen, aber vielleicht nochmal gegenüber. Wo an der Eingang?
hier bei den Kollegen. Ich hoffe, die haben noch ein paar Digi-Dietriche. Hallo? Ah, seit du hier bist, ist es sicherer geworden. Gut für die Moral. Oh, sehr gut. Gibt's denn noch Nachwirkungen wegen des Terrormorph-Angriffs? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen. Ah, na klar. In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Oh, shit. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Ich bin aber nur ein Vorbild, bis ich 400 Kopfgeld habe. So, ciao. Bis später. So, wir sollten mit ihm reden wegen neuen Aufgaben, aber das mache ich mal nicht. Ah. Sind das unsere Sachen? Von irgendwann mal, glaube ich, ne? Als die uns erwischt haben hier. Hallo. Darf ich hier rein? Offenbar schon. Ranger? Hallo? War eigentlich auch einer von Haus Varu? Ist schon weg, okay. Gibt's hier Digi-Dietriche? Nee, ne? Okay, ich darf jetzt hier rumlaufen. Arbeitskleidung. Sehr viele Schränke. Toilettenpapierrolle. Ich wollte gerade aufheben. Ich dachte, es wären Digi-Dietrich. Ich bin so gierig. Okay, die verkaufen hier nicht auch was? Wow. Okay, nochmal. Na? Du? Hey! Hey, na? Ich dachte, na klar, die verkaufen doch hier auch. Nach dieser Geschichte mit dem Terrormorph ist wie immer eine echte. Das kommt aber nicht. Unsere neuesten Rekruten. Aber nicht er. Bis später, Captain. Hier war doch immer noch eine andere Person, die Sachen verkauft. Aber die Person ist weg. Die ist weg. Ha. Huh. Tja, oh, okay, shit. Habe ich nicht auch mal verkauft hier? Ah, scheiße. Jetzt haben wir drei Dietriche, die reichen aber hinten und vorne nicht. Kacke. Ich hätte irgendwie eingestellt lassen sollen, dass die Händler immer sofort resetten, wenn man rausgeht. Von 2 Tage auf 0. Das war irgendwie ganz gut. Sieh dich in Ruhe um. In der Hoffnung. Nee. Leider nein. Ich glaube, wir müssen jetzt 24 Stunden warten. Danke für deinen Besuch. Aber ich habe keinen Bock, dann, das dauert ja auch ewig. Und dann wieder für drei Dietriche, das sehe ich aber nicht. Hier, Terra Brew. Hier gibt es keine Dietriche, ne? Hallöchen. Willkommen bei Terra. Natürlich. Nein. Ciao. Scheiße. Kacke. Warum gibt es denn nur noch so wenig? Warum finden wir denn keine mehr? Zu dir passen. Was? Eher nicht. Okay. So, ich gehe nochmal ganz kurz in den Geschäftsdistrikt. Ich probiere mein Glück. Ich brauche Digi-Dietriche. Digi-Dietriche. UC Distribution, Terra Brew, Wahlberg. Ich muss leider wieder ein bisschen rumsuchen, tut mir leid. Hier war Infinity. Enhanced hat, glaube ich, auch keine. Der verkauft nur Schönheitsoperationen. Outland. War das eine Residenz? Ach, das war er. Ausrüstung ist gleichbedeutend. Sehr gerne. Er hat Waffen, glaube ich, ne? Okay, Ressourcen auch. Ja, Waffen, vor allen Dingen Kleidung. Anzüge, Sternvagabund, Entdecker, Tiefminenmunition. Ja, ja, ja. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Ja, das werde ich brauchen. Ich glaube, ich weiß, wo wir gucken können. Wir können, in der Unterstadt können wir gucken, ne? Ich glaube, dass die Chance, ein paar Digis zu kriegen, als hier.
Huch. Moria Starkiewicz? Wer ist das denn? Dreh dich mal ein bisschen. Ich bin so hinterher. Wie ist das? Wann ist der Bericht fällig? Warum? Kein Plan. Warum ist die denn tot? Ich meine, das ist hier mitten irgendwo in der Stadt. Wir können kurz mal zu SSN gehen. Hey, ich hab tolle Neuigkeiten. Ja, ich kann dir sagen, wer kein Baby erwartet. Moria Starkiewicz. So. Jetzt sieht's aus, als wäre die besoffen. Warum liegt die denn da rum? Vor allem, die hat einen Eigennamen. Das ist ja weird. Normalerweise sterben doch NPCs mit Namen hier nicht, oder? So, wie kam man bei SSN nochmal rein? Müssen wir hier oben rum. Terra Brew, warte. Eine Bummelfolge heute. Whitestone, Whetstone. War, glaube ich, Restaurant, ne? Willkommen im Whetstone. Wir sehen uns bestimmt wieder. Nee. Wahrscheinlich nicht. Oder nur, wenn ich wieder nicht weiß, was es da gibt. Wahlberg. Hier ist niemand. Ich gehe mal kurz rüber und verkaufe eine Story. Über Terramorphs. Wenn ich groß bin, gehe ich zu den Viechern. Jo. Hallo. Meine Quelle ist zurück. Gibt es was zu berichten? Ich habe den Terramorph-Angriff auf New Atlantis miterlebt. Wenn ich behaupten würde, ganz Ohr zu sein, wäre das untertrieben. Mhm. Dort waren viele Leute. Die Berichte sind ziemlich chaotisch. Verstehe ich. Was hattest du für eine Rolle? Wir haben die Killermaschinen zusammen mit der UC Security erledigt. Ich gehöre zur UC Vanguard, untersuche aktuelle Terramorph-Aktivitäten. Ah ja, wir haben die Killermaschinen zusammen mit der UC Sec erledigt. Du klingst recht bescheiden. Die Security ist dafür nicht unbedingt ausgebildet. Aber okay. Hm. Die ganze Stadt ist wegen des Angriffs noch in Aufregung. Wir hatten verdammtes Glück, dass es so wenige Opfer gab. Wie war es denn so vor Ort? Es war ein Durcheinander. Es war der Horror. Man braucht viel Feuerkraft, um einen Terramorph auszuschalten. Ja. Ich wollte einfach die Zivilisten beschützen und am Leben bleiben. Zum Nachdenken war keine Zeit. Hm, reiner Instinkt, was? Oh ja, Ma'am. Klingt, als würden New Atlantis und UC tief in deiner Schuld stehen. Ach was. Willst du noch was sagen? Ich habe schon eine gute Story. Ich tue nur meine Bürgerpflicht. Ich ruhe nicht eher, als bis die Terramorph-Gefahr gebannt ist. Jetzt fühle ich mich besser, aber auch wie eine Idiotin. Beides ist richtig. Hey, Constellation, von allen von uns, die hier leben, danke. Gern geschehen. Auf dich trifft das Wort heldenhaft wirklich zu. Ich tue nur meinen Job, Ma'am. Danke Ihnen. So, mal wieder ein paar Durchsagen lauschen. Hey, Jordan. Schön, dich kennenzulernen. Voll die South Park-Stimme. So. Schnubidu, Schnubida. Ich wollte in die Unterstadt, ne? Komme ich von hier aus überhaupt hin? Ja, ist egal. Komm, wir gehen zum Archiv. Wir haben drei Dietriche. Ich würde, ehrlich gesagt, lieber nochmal irgendwo was kaufen gehen. Ich probier's mal. Vertriebszentrum, die haben doch bestimmt Digis, oder? Hier war das. Ah. Unser Lagerbestand liegt erfreulicherweise gerade. Ja. Willkommen im UC-Vertriebs... Ja, cool. Ich würde gerne... Ja. Oh, selbstverständlich. Das war hier. Sonstiges? 11. Ja, gib sie alle her. Ein Traum. Schiffsteile? Keine. Okay, egal. Dann vielen Dank. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Ich muss auch mal wieder verkaufen. Ne? Ich habe gerade gesehen, unser Inventar ist auch nicht so leer. Aber jetzt bin ich schon so viel rumgelaufen gerade, habe so viel rumgeeidelt. Jetzt will ich natürlich auch 14 Dietrich haben wir wieder. Oh, die werden für immer halten. So. Der Botschafter-Distrikt. Gott, die Baumquest. Die ging auch so ewig lange. Dankeschön. Der ist echt nice. So, hier ist das.
konnte ich nirgends kaufen, ne? Da im Untergrund, da können wir noch hingehen später. Aber jetzt erstmal. Ah, ich erinnere mich, wir waren hier schon mal. Das ist der Friedensvertrag. Gebaut auf den Toten quasi. Ja, wir waren hier schon mal. Vor Ewigkeiten mal. Das sind die, die verhaftet wurden. Einer davon, der Vater von der Klonfrau. Von der Hadrian. Hadriano Banano. We recall the cost of unfettered war. We stand as the bulwark of peace. WTOWAO. Okay. Ah. Hast du deine Freigaben? Gut. Ja. Safeguard the past, secure the future. Mache ich sofort. Oh. Junge, wie sieht's denn hier aus? Für so ein Archiv, für so ein wichtiges Archiv ist es aber echt lausig in Schuss gehalten. Verriegelt. Ah, okay. Die anderen Einheiten bleiben verschlossen. Na klar. Kehre zum Eingang zurück, sobald du deine Daten hast. Natürlich. Wenn du bereit bist zu beginnen, kannst du den ersten Archivcode einführen. Da hinten? Achso, okay, verstehe. Bitteschön. Mhm. Das ist UC. Hier sieht auch nach UC aus, aber Freestar, wie ich gerade gesehen habe. Und hier, wo niemand ist. Okay. Na gut. Das hier ist das Wissensarchiv. Die Gelbank war beeindruckender. Mehr Geld als Wissen. So. Da kann ich gar nicht erst rein. Ich kann auch nur die 18. Daten sammeln. Fall T18, Terrormorphs. Kann ich das wenigstens lesen? Das ist alles so underwhelming gerade. Varun-Skriptur, bla 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 bla. Freestar Botschaft Security. Oh. Ab sofort gültig, nicht schon wieder, Cameron Long. Okay, warte, das wollte ich gar nicht lesen, das war nicht so spannend. Haben wir Fall T18 irgendwo oder irgendwas? Nee. Ja, offenbar nicht. Nova Galactic. Ja, haben wir leider nicht. Schade, wollte lesen, aber naja. Das war sehr underwhelming. Bin fertig, können wir zumachen. Ich habe erwartet, man fährt tief unter die Erde und dann ist da, ne? Und dann so ein riesiger Raum und dann bla. Und dann einfach Servertürme. Okay. Gut. Dann war das das. Neu entdeckte Quellen rücken die Ereignisse nun in ein neues Licht. Oh, Moment.
Sie zeigten, dass der berüchtigte Jasper Kriggs bei seinem Gefängnisaufstand und dem darauf folgenden gewaltsamen Umsturz Hilfe von UC-Wachen hatte. Das sollte nie an die Öffentlichkeit. Die Tatsache, dass UC-Truppen mitverantwortlich für den Aufstieg von Jasper Kriggs sind, befeuert das Argument, die UC habe sich das Entstehen ihrer Geißel, der Crimson Fleet, selbst zuzuschreiben. Theoretisch, wenn man die Geißel auch schon los... journalistische Integrität, SNN. Theoretisch wäre man die Geißel schon los, wenn ich die Quest beenden könnte. So, ich düse mal kurz aufs Unterdeck. Ich will noch mal ganz kurz eben, ne? Wir suchen noch mal schnell. Ich brauche Diggis. Wir brauchen Diggis. Diggi, was geht los? So. Da es nicht. Gibt immer ungefähr eine Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Ich musste drei Projekte. Ich glaube, mit dir haben wir zusammengearbeitet, ne? Stimmt. So, bei der Trade Authority hier können wir vielleicht auch noch gucken. Ich weiß, ob die welche haben. Keine Ahnung. Ich frage bei beiden. Ich weiß nicht, ob ich das rieche. Wenn dir was ins Auge. Ja, zeig mal her. Sonstiges. Digi-Dietriche. 8 Stück. Ja, geil. Ressourcen, den Rest brauchen wir nicht. Cool, dankeschön. Und du? Ich ignoriere mich einfach. Nee. Okay. Ach, der geht jetzt hier wieder rein, ne? Ja, das dauert immer ein bisschen. Der Waffenhändler, den wir freigeschaltet haben. Geil. Wir könnten klauen. Danke, dass du mir dieses... Ich bin nicht mehr der... Alles gut. Ach so, ja. Er muss mal rübergehen und jetzt können wir nochmal. Zufriedenheit. Ich hab's sicher. Wahrscheinlich nicht. Du hast nichts, was mir gefällt. So, kann ich kurz hier verkaufen vielleicht? Nur mal. So, Eon, Drumbeat. Die können auch weg. Kann weg. Weißt du was? Sieht gut aus, aber kann auch weg. Derzeitiges Sturmgewehr. Da sind schon schöne dabei. Veredelt. So, veredelt Bridger. Ne, der kann weg. Und eine Microgun kann weg. Aber haben wir nicht eine Microgun ausgerüstet? Sowieso kann ich die andere nicht auch verkaufen? Puh, die kann auch weg. Die kann weg. Was ist das hier? Nee, das ist Schrott. Die einen würde ich gerne noch gucken. Aber haben wir nicht eine Microgun ausgerüstet irgendwo? Ah ja, hier. Kalibriert Microgun. Aber die hier macht mehr Schaden. Korrosiv. Verringert 6 Sekunden lang. Elemental. Nee, ich behalte unsere. Wir müssen trotzdem mal die Augen offen halten. So, haben wir ein bisschen Platz gemacht. Und jetzt gucken wir nochmal schnell hier. Hallo. In der Welt des Handels ist es eigentlich gerne doch. Mhm. Sonstiges 2 nur. Schade. Ah, okay. Achso, warte mal. Hier Anzüge. UC Vanguard dürfen wir jetzt auch tragen. Ja. Shock Trooper. Der Hauswarun-Anzug sieht auch nice aus. Brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht später als Verkleidung. Keine Ahnung. Bodencrew-Rucksack kann weg. Der kann weg. UC Vanguard Helm. Habe ich nicht gerade einen UC Vanguard Rucksack verkauft? Ich glaube ja. So, Sister of Crew. Scheiß drauf. So. Hat mich sehr gefreut. Ja, Dito, ciao. So, die Digis haben wir. War ich auch schon in allen Läden drin? Security Office, da gehe ich nochmal schnell rein. Verkaufen die auch? War mir nicht so. Hier war noch ein anderer Waffenladen. Die verkaufen nicht, die waren es nicht. Stiftetui. Eigentlich darf ich jetzt ja hier auch sein, ne? Ah, okay. Ähm,
Haben wir den? Nee, ne? Oh, okay. Cool. Sehr gut. Kann ich wieder zumachen? Ja, du sitzt hier zurecht drin, Freundchen. Tür verriegelt. Naja, die entriegel ich mal nicht. So, aha. Ach, dann kommt man hier hin. Interessant. Gut, 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 gut. Wollte ich gerade gar nicht, aber... Ah, hier. Hier war das. Das war der Laden, wo ich hin wollte. UC Surplus. Warte, mein Freund. Das Zeug ist alles ganz in Ruhe. Ich hab Zeit. Ja, ja, easy, easy. Ich wollte nur mal kurz gucken. Okay, der hat nichts in der Richtung Battle Meal. Okay, Battle Meal. Anzüge, UC Marine. Ja. Okay, danke, ciao. Hey, mach's gut. Na gut. Weiter geht's. Nein, falsch. Grafsprünge macht mich nicht. So. Dachte, da lag noch was. So. Jetzt haben wir es aber. Wir haben wieder ein paar von den Dingern. Ich muss nur dran denken, dass ich immer überall alle Digis kaufe, die ich kriegen kann. Wir haben einen sehr hohen Verschleiß, wie es aussieht. Ich frage mich, warum. So. Und hoch. Dann schaffen wir das noch. Wir haben, was wir brauchten. So. Da bist du ja. Captain, wie ich höre, werden wir bei der Arbeit Gäste haben. Oh ja. Major Sanon und ich haben gerade über die Vorzüge dieser interfraktionellen Kooperation geredet. Mhm. Es ist eine gute Idee. So sind alle in die Lösung involviert. Und es ist klar, dass wir nichts zu verbergen haben. Das stimmt. Sicher werden wir uns bestens verstehen. Also dann, Captain, übertrage bitte die Dokumente an Major Sanon. Sie und ich haben die nächsten Schritte bereits diskutiert. Mhm. Natürlich. Bringe die Daten zurück. Hey, Major. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Oh ja. Wenn du dann soweit bist. Ich habe jemandem etwas versprochen. Werden diese Daten wirklich nur für gute Zwecke verwendet? Ich? Ja. Werden sie. Sehr gut. Percival und ich haben genug angerichtet. Das hier ist ein Versuch, das wieder gut zu machen. Das wollte ich hören. Außerdem brauchst du ihr Versprechen nicht. Zusammen mit dem Collective wird alles überwacht. Ja, trotzdem. Trotzdem. Und liegt die Antwort darauf, wie wir die Angriffe stoppen, wirklich in diesen Daten? Das ist die umfassendste Sammlung an Informationen über Terramorphs im bekannten Universum. Wenn wir darin nicht die Antwort finden, dann gibt es wohl keine. Hm. Das bedeutet nicht, dass das ein Kinderspiel wird. Aber das wird sich erst zeigen, wenn Percival und ich die Daten haben. Also, bist du soweit? Major, hiermit übertrage ich den Besitz der Terrormorph-Daten an dich. Verstanden und bestätigt, Captain. So viel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Mhm. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Okay. Es sollte sich sogar Platz für die unabhängigen Beobachter finden. Mhm. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. Natürlich hat sie das. In der Tat. Und zu oberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Oha. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Captain, bitte folge mir. Major, habe die Ehre. Na, dann folgen wir mal. Etwas langsamer als die NPCs. So. Ich folge und folge und folge. Und folge und folge und folge. Okay. Hallo. Hi. Und folge. Captain, folge. Sergeant Yumi hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Ja, keine Zeit, tut mir leid. Ich muss die Welt retten. Also eine davon. Oder alle. Ich weiß noch nicht genau.
So, oh nein, da geht's jetzt. Ich dachte, wir gehen jetzt im Büro weiter. Muss ich Leap of Faith machen oder was? Vizeministerin? In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? Das bedeutet aber nicht, dass ich keine andere Staatsbürgerschaft haben kann, oder? In der Tat. Uns ist egal, welche anderen Staatsbürgerschaften du bereits hast oder noch erhältst. Hm. Sobald du dir dieses Recht verdient hast, bleibt es dir erhalten. Ein Träumchen. Und was kann ich damit nochmal anstellen? Nur Bürger können in New Atlantis Immobilien erwerben. Außerdem erhältst du Rabatte bei sämtlichen UC-Händlern. Und weiterhin erhalten alle neuen Bürger eine großzügige Willkommenszulage. Okay, das bekommen alle Bürger. Und was kriege ich von meiner Hilfe, die ich gerade hier... Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Natürlich. Bitte erhebe deine Hand. Hier. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl. Wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Nein. Achso, ja, das werde ich. Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hier, dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ja. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Mhm. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terrormorph-Problem sehr nützlich werden könnten. Ja. Und die will sie nur mit dir teilen. Ja. Und hat namentlich um dich gebeten. Okay. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Okay, namentlich? Aber wie meinst du denn? Tut mir leid. Aber mehr kann ich dir ohne deine Zustimmung nicht verraten. Okay, ja, dann ganz ehrlich, das Geheimnis nehme ich mit ins Grab. Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Wird es auch nicht. Begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. Unter Sektion 7? Okay. Okay. Untersektion? Es gibt also 7 Kellergeschosse? Gibt es überhaupt Waffen, die Combatech nicht baut? Aha. Untersektion 7. Waren wir da schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge. Untersektion 7, was immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Gibt es in der Quest irgendwelche Hinweise? Das geringere Übel klingt auch toll. Ah, hier das Ende. Ja, wollen wir es auch noch machen. Geh zu deinem Meeting. Jemand möchte mit mir reden, aber Vizeministerin McIntyre will mir nicht sagen, wer es ist. Sie meinte, ich könnte diesen jemand unten in Untersektion 7 finden. Okay. Ja, ich bin gespannt, wer es ist. Wir werden es wahrscheinlich erfahren in der nächsten Folge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V. Tschüss.